So, moin moin Leute und willkommen zurück zu Let's Play Metroid Prime Echoes. Metroid Prime 2, Entschuldigung. Und ich schieße hier mit dem Lightbeam um mich. Das letzte Mal haben wir ein wenig die Gegend, die dunkle Welt der Tempelanlage erkundet. Und haben uns das noch fehlende Schlüsselding geholt, um jetzt in den dunklen Tempel von Torvus zu latschen. Jetzt muss ich kurz nochmal auf der Karte gucken, wo das nächste Portal ist. Nee, da unten garantiert nicht. Das nächste Portal ist da drüben. Komme ich von da aus auch gescheit hier rüber? Nein. Gut, wo ist das nächste Portal? Schauen wir von der Dark World aus. Da komme ich nicht durch. Da wäre das nächste Portal. Das ist also der Raum. Okay. sowieso erstmal hoch. Ich bin verwundert. Man kann ja echt da durchschießen. Gut, durch. Morphball, durch. Genau. Also, ja, da war wieder was. Mach Bumm. Danke. Ich sehe überall Dentium-Wände. da lang. Und ich muss wieder hier hoch. Ach, fuck. Nein, fuck it. Dup-di-dup-di-du. So und tschüss. Und ich muss sowieso wieder springen. Ach Mann, das geht ja nur in der anderen Richtung. Oh, da ist sogar eine normale Tür. Okay. Ich muss aber den ausrüsten. Ausrüsten, wie das klingt. Nein, ich muss einfach nur anschmeißen. Umschalten zu dem. So. Da sind jetzt garantiert wieder Kommandopiraten, mit denen ich mich erstmal prügeln darf, bevor ich raus darf. Natürlich sind hier erstmal noch Kommandopiraten, mit denen ich mich prügeln darf. Ah, die mich natürlich auch erstmal runterschießen. Geh weg. Geh weg und stirb. Jungs, wisst ihr, was ich euch jetzt antue? Das da. Geh weg. Na komm. Tauch doch hier in der Mitte auf. Wie wär's? Ha? Nicht? Wieso nicht? Keine Lust? Na? Tauch in der Mitte. Tauch in der Mitte auf. Komm schon. Da unten. Was will der denn da unten? Los, komm. Ab in die Mitte. Willst du nicht in die Mitte? Doch, willst du? Jawohl. Zack und tschüss. So einfach kann's gehen. Freunde der Nacht. Und die Energie will nicht zu mir kommen, dann komme ich zur Energie. So. Und ich muss sowieso den Lightbeam ausrüsten. Au! Fu! Puffer. Ernsthaft. Puffer.
So. Oh, ich verkacke gerade grandios. Was mache ich denn? Hinter mir. Danke. Oh Mann. Selten so gefailt, ganz ehrlich. Da unten ist... Ach Mensch. Wow, hier kommen sogar keine Gegner. Doch, hier kommen Gegner. Aber wo mache ich jetzt meine Lebensenergie voll? Ja, so bitte. Ich weiß, dass da hinten noch eine Munistation ist, die ich jetzt auch nutzen werde. Aber da kriege ich kein Leben wieder und hier ist auch kein Speicherpunkt. Ich bräuchte einen Speicherpunkt und... Also ein Speicherpunkt noch wäre echt ganz cool. Ich habe keine Lust wieder von ewig weit weg hier hinzulaufen. Der wäre im Übrigen da gewesen. Oder hier. Nehme ich den da vorne. Ach scheiße, ich muss doch eh nochmal. Schwere Geburten hier. Dann muss ich nochmal ein paar Schuss Light verballern. So, da auch. Und dann darf ich hier erstmal noch speichern. So. Wenn ich dann gleich durch die Tür gehe, verschieße ich erstmal noch ein bisschen Dark, damit ich die Light wieder voll kriege. Obwohl, nee, das lohnt nicht, das mache ich. Nee, komm, das, ganz ehrlich, die 6 Schuss, die ich dann gleich weniger habe. So und so und so und tschüss. So. Geh durch. Danke. Schlüssel 1, Schlüssel 2 und Schlüssel 3. Da wollen wir doch mal gucken, was jetzt so passiert. Wahrscheinlich wird jetzt einfach der Aufzug wieder in Schwung gebracht. Mehr oder weniger angenehm. Denn es wird einfach durch giftige Flüssigkeit nach oben gehoben. Tja. Und da wären wir wieder in dem Raum. Falsch. Das wollte ich. Das sieht irgendwie eklig aus. Und das ist außer Scan-Reichweite. Organische Struktur dient der Stabilisierung des Kokons. Zerstörung der Struktur setzt den Kokon frei. Jetzt ist die große Frage, muss ich das gleichzeitig machen oder einzeln? Und just because I can, mache ich es gleichzeitig. Sonst noch irgendwo was, was ich abschießen könnte? Ne, hier ist auch sonst nicht großartig was. Flop. Hey, eine Tür! Oh. Hi, na? Da ist doch was. Wey! Ei, 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 ei! Hallo! Du siehst aus wie ein Riesenspermium. Bist aber kein Riesenspermium. Das weiß ich. Du bist eine Chücker.
Wo bist du denn, Chuka, mein Kleiner? Du bist erstmal ein dunkler Shredder. Nervige, dunkle Shredder. Oh, du... Ah, hi. Ach, das war ja... Du spielst ja Wahl. Da. Spielst du wieder Wahl? Du spielst wieder Wahl. Na. Oh, Chica hat sogar 4 Varianten. Okay. Chica-Larve. Jungtier eines Wächterinsektoiden. Empfindlicher Bereich ermittelt. Objekt weist auf eine weiche Bauchpartie hin. Er weist eine weiche Bauchpartie auf. Zielpunkt muss angepasst werden, um diese Schwäche zum Vorteil zu nutzen. Und vor allem schickst du mir wieder dunkle Shredder. Ich schieß mal einfach ein bisschen drauf. Oh, das trifft sogar. Da kommst du hoch. Und es spielt wieder Wahl. Da spielt es wieder Wahl. Da spielst du wieder Wahl. Na, erstmal um die komischen Schredder kümmern. Schredder! Da hat's wieder Wahl gespielt. Und da spielt's wieder Wahl. Au, und schießt mich voll nach außen raus. Normale Schüsse machen so wenig Schaden, wenn überhaupt. Ja, komm. Schreddert halt. Au! Das war... Aua, das war fies. Oh, böse Larve. Hey, der hat sogar gesessen. Was ich wahlweise mal probieren könnte... wahlweise bei einem Wahlgegner. Ha, 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 ha. Ha, wäre mit der Multimissile anzuvisieren. Nein, nicht die Viecher. Ach, scheiße. Da bist du. So, da bist du wieder. Das hat nicht getroffen, glaube ich. Zack, der hat gesessen. Au. Ich krieg auch Missiles angezeigt, wollte ich sagen. Missiles, Oh, Leute. Irgendwie muss ich doch die Larve mehr schädigen können. Das macht doch alles nichts an Schaden. Die Dinger stören einfach nur. Da. Nein, es hätte doch so schön treffen können. Ach, dann scanne ich dich halt nochmal und frag den Datenbankeintrag. Da, Datenbank, so. Der Scan lässt vermuten, dass diese Lebensform noch nicht ausgewachsen ist, aber schnell heranwächst. Die Kreatur kann Beutetiere in der Zunge einfangen. Daraufhin umschließt sie die Opfer mit einer Biomasse, die der Verdauung dient. Es handelt sich um eine besondere Lebensform, da sie die Charakteristika von Lebewesen des Lichts sowie der Dunkelheit aufweist. Okay. Gut. Das heißt... Morphball? Fressen lassen und von innen sprengen? Ja, vielleicht. Oder nicht.
Oder doch? Du springst wieder hoch. Oder? Ich wäre mir ziemlich sicher, dass ich... dass das Ding auch irgendwie mal an Land kommt, hätte ich fast gesagt. Aber so mache ich ja quasi nichts an Schaden. Außer vielleicht so oder so, aber... ich mache ja hier am Rücken nur so minimalst Schaden. Ja, die sind mir jetzt erstmal egal. Ah, danke. Ja, komm. Zieh mich doch rein. Ich dachte, du wolltest mich fressen, du Arsch. Dann willst du mich halt nicht fressen. Aber genau das meinte ich mit kurz an Land kommen. Dieses Viechs. Da macht's wieder nur Bauchplatscher. Oder was auch immer. Es hat Platscher eingesetzt, mal wieder. Da bist du. Ob ich mit einer Supermissile so treffe? Nein. Augenscheinlich nicht. Hier geht das mal hinüber. Ah, so, danke. Ja. Mist. Das wäre die Gelegenheit gewesen. Upsala. Kann ich das irgendwie triggern, dass du das machst? Scheinbar nicht. Mist. Wäre so schön gewesen, wenn das getroffen hätte. Ah, danke. So, perfekt. Boom. Ups, danke. Oh Gott, das dauert gerade einfach nur. Dieser Boss dauert gerade einfach nur. Treffer. Na komm. Wo kommst du hoch? Da. Nein! Wieso geht das dauernd daneben? Zack. Danke. Hast du nochmal irgendwo Viecher gespuckt? Nee, hast du nicht. Booms. Mehr Schaden kann ich eh nicht machen. Ich überlege ja echt, ob ich mal einen Dark Burst reinhaue, wenn das passiert. Oh, also ungefähr jetzt. Und Booms, das macht irgendwie nicht viel Schaden. Das hat nichts gebracht. Du warst nah dran! Oder so ähnlich.
Supermissile ist tatsächlich die bessere Lösung. Das Gefühl, das macht sie immer, wenn ich in der Mitte stehe. Komm, schreck zurück, danke. Schön. Das war's mit der Larve, dankeschön. So viel zum Thema mit Das war's mit der Larve. Da klebt sie an der Wand. Ja. Adulte Chucker. Bist du außer Reichweite oder bist du einfach. Der Scan ist einfach abgebrochen. So. Morphologie, Chucker, fliegender Wächterinsektoide. Dieses Lichtwesen, lässt sich betäuben, vorzugsweise mit dunkler Energie. Im betäubten Zustand ist nach Schwachstellen Ausschau zu halten. Ist auch interessant, dass ein dunkler Wächter quasi ein Lichtwesen ist. So, die. Ey. Nach Antriebs- und Schwerfunktionen funktionieren fehlerhaft. Aua, kann ich das mit Dark Beam irgendwie ändern? Nee. Gut. Chica. Nein, das war voll daneben. Ja. Booms. Das ist immer noch. Ja, genau, da war ja was. Nein, ach. Mann. Nee. Ja, die Chica. Oder Chica oder wie auch immer. Alter, würdest du mich bitte auf die Plattform lassen? Och, Mann. Drecksvieh. Komm. Jawohl. Au, nicht jawohl. Fiese Scheiße. Oh Gott, ja, jetzt schnell auf die andere Seite. Das war der falsche Knopf. Das war der sowas von falsche Knopf. Ich hätte gern mehrere von den Flügeln getroffen. Oh Mann. So treffe ich sie besser. Scheiß auf dunkle Energie, wenn ich so deutlich besser treffe. Gott. Ja. So. Alter, wo stehe ich überhaupt? Danke. Gott,
Chica. Danke. Ah, wird jetzt schon zu dunkler Chica. Okay, okay. Mit dunkler Energie aufgeladen, fliegender Wächter Insektoid. Dad. Objekt ist mit dunkler Energie aufgeladen. Großteile seines Körpers sind immun gegen Angriffe. Ausgenommen des unteren Ei. Den Angriffen des Schwarzen, des Schwarms von Zöglingen ist auszuweichen. Ja. Oh, aber da mache ich wenigstens echten Schaden, nicht nur Betäubungsschaden. Das Viech dürfte wahrscheinlich schwach sein gegen Lichtenergie. Die Zöglinge kann ich garantiert kaputt machen für Zeug. Halt, die Zöglinge kann ich scannen. Lasst euch scannen, ihr Scheißdinger. Chickerlinge. Danke. Jetzt habe ich Chicker auch komplett gescannt. Sehr gut. Ja, auch. Komm. Ernsthaft. Mach ich halt Dauerfeuer. Es ist, glaube ich, auch sehr vorteilhaft, wenn man für diese kleinen Scheiß-Chickerlinge den Darkburst hat. Fuck you. Scheiße, dieser Eibeutel ist komplett immun gegen, oh Gott. Probier's jetzt mal mit dem, Light Beam. Aua. Das macht tatsächlich ein bisschen Schaden, oder? Das macht tatsächlich ein bisschen viel Schaden, ja. Ach, jetzt ist es wieder normale Chica. Okay. Oh, Jung. Ekelhafter Bossfight. Zack. Komm. War ja klar. Och, einer noch.
Schicki. Ja, ist gut, komm. Vorzugsweise mit dunkler Energie. Pff, bitch, please. So ist viel sinnvoller. Es torkelt in die Richtung, okay. Zack. Au, au, au. Das ging jetzt schneller als, Gott. Ich hab's mir, glaube ich, unnötig schwer gemacht. Das war eigentlich recht easy. Flop. Und da ist wieder zusammen. Und das ist wieder ein großes. Und da ist etwas, was wir haben wollen. Aber erstmal ist da hinten auch etwas, was wir haben wollen. Nämlich ganz viel Zeug. Endlich. Endlich, 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 endlich. Machen uns die scheiß Kommandopiraten keine Probleme mehr. Denn wir haben jetzt den Dark Visor. Der Dark Visor funktioniert im Prinzip so ähnlich wie der Thermalvisor aus Metroid Prime 1. Aber halt auch nur so ähnlich. Es ist ein bisschen eine Mischung aus Thermal- und X-Ray-Visor. Wie ihr seht, haben wir hier dieses ultra geile Fenster, was, finde ich, ziemlich Hammer aussieht. Und damit können wir unsichtbare Objekte sehen. Allerdings in einer wesentlich schöneren Darstellung als der X-Ray-Visor. Das heißt, ich finde es wesentlich hübscher anzuschauen als den X-Ray-Visor, weil beim X-Ray-Visor hatte man echt Probleme teilweise irgendwas zu sehen, geschweige denn Verstecktes. Und hier ist es richtig schön rot hervorgehoben. Und so kann man auch Gegner verfolgen, die nicht nur in einer Dimension unterwegs sind. Das heißt, man kann sie eigentlich immer sehen. Yay, Energy! Wir klauen Energie. Ah, lecker. Kalter Kaffee. Energie! Ups, sorry. Saug, 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 saug. Ziemlich saugstark, Samus. Sehr gut. Dann schauen wir am besten gleich mal im Helle-Welt-Tempel da vorbei. Und bringen die Energie zurück. Und was mir gerade auch mal aufgefallen ist, was ich ziemlich hübsch finde. Der Himmel hier ist in den Tempeln, in den Energiestationen quasi rot statt lila. Ziemlich geil. Ich mag Rot-Schwarz-Kombi. Deshalb gefällt mir auch der Fason-Suit aus Prime 1 so unheimlich geil. So. Dann dürften wir uns als nächstes wohl Richtung geheiligter Festung aufmachen. Also, nein, erstmal jetzt Energie zurückbringen, eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen machen. Und erstmal runter. Weil runter ist gut. Ich brauch Dark Energie. Ich nehme mal die Munition mit, wenn sie schon hier ist. Da können wir unsere Missiles auffüllen, da kriegen wir ein bisschen Dark Energy zurück. Die Light Energy ist ja voll. Ja, ja.
Und ich wette, ich weiß schon, was uns gleich als erste Gegner wieder an den Kopf geschmissen wird. Hust, Kommandopiraten, hust. Na, Munitionsvorrat wieder hergestellt. Aber komm, bevor wir das jetzt ausprobieren, ob uns gleich wieder Kommandopiraten an den Kopf geschleudert werden oder nicht, würde ich sagen, sehen wir uns hier das nächste Mal wieder. Bis denn dann und see ya.